Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Oh, ich mag gerade zwei Kopfhörer im Ohr, ist kacke, weil ich mich dann kaum noch selber höre. ich hoffe, euch geht's gut. Mir, mehr oder weniger. Also, ich bin ganz leicht krank und ja, Berufsschule war jetzt heute, sag mal, nicht ganz unstressig. Ich bin jetzt keiner, der heute, oh Mama, Berufsschule war so stressig. Oder Mama, Arbeit war so stressig, weil ich finde, ja, nach der Arbeit oder so. Ist ja eigentlich so die Zeit, wo man einfach ein bisschen entspannen sollte. Ich bin nicht so der Fan von Leuten, die da immer, sobald sie ein bisschen gestresst sind, sagen, boah, heute die nächsten 5 Tage keine Videos. Das war so stressig. Ich werde halt ja auch nur ein Video bringen, aber ich denke, man sollte sich da auch nicht selber immer so gehen lassen. Es gibt ja wirklich einen oder anderen, der sagt, boah, heute war Schule wirklich mal ein bisschen anstrengender. Sofort kein Video und die nächsten 3 Tage auch nicht, weil man muss ja hier wieder Energie aufbauen. Aber ich muss auch sagen, ich bin einfach ein bisschen geschlaucht vom Tag. Ich denke, das darf man ja mal sein. Deswegen wird heute auch vermutlich auch nur ein Video kommen, weil ich werde jetzt dann duschen. Und da werde ich mich wahrscheinlich irgendwo ganz entspannt hinlegen. An meinem 1000-Abo-Special ein bisschen arbeiten, auf der Couch oder so. Ein bisschen was essen und einfach den Abend ein bisschen genießen. Ich glaube, das ist am entspanntesten für mich. Aber dennoch möchte ich ein bisschen Pokémon zocken und euch natürlich auch wenigstens ein Video am Tag geben. Ich finde gar kein Video am Tag, das ist so. Bin ich persönlich kein Fan von, wenn ich ehrlich bin. Weil zum einen sollte man sich ja doch irgendwie immer ein bisschen melden. Und es ist ja auch nicht gerade schlecht für den Kanal, muss man ja auch mal so sagen. Ich habe von heute bis Freitag sturmfrei. Übel geil. Ich habe mich auch schon hier mies eingedeckt. Warum ist mein Handy an? Ich habe mich auch schon ein bisschen eingedeckt mit ungesundem Zeug, ja. Bei mir ist es irgendwie so, sobald ich sturmfrei habe, decke ich mich mit ungesundem Zeug ein. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Ist nicht besonders gut, ich weiß, aber irgendwie läuft das so bei mir. Ich habe mir hier 2 Flaschen Spezi Energy gekauft, eine Dose Monster, eine Dose Mask und noch irgendwie einen Energy Drink, den ich gar nicht kannte zum Testen. Und dann noch hier eine Packung M&Ms und also ich bin voll am Start und wie mich jedes Magnetilo hier paralysiert, boah, das ist doch zum Kotzen. Jesus. Dann werde ich dann wohl doch dich wieder bringen, weil auch es wird Zeit, dass ich mal was gegen Elektro-Pokémon bekomme. Diese blöden Magnetilos, die gehen mir echt auf den Sack. Zum Glück haben sie halt auch nichts gegen mich, weil Donnerschock halt auch nicht so das Effektivste ist. Mal gucken, wie weit ich hier mit einer Laubklinge komme. Und das Dumme ist ja auch noch, wenn man paralysiert ist, natürlich ist es nicht safe, dass man angreift. Aber es ist dann auch, die Initiative ist halbiert, kann das sein? Also auf jeden Fall ist man eigentlich immer langsamer als der andere und es ist... Boah, also ich persönlich finde es extrem nervig, paralysiert zu sein. Und in meinem Zimmer ist extrem heiß gerade. Ich werde mal kurz die Heizung runterdrehen. Doch. ich denke sich jetzt auch so, was? Heizung an? Ja, aber bei uns hat es den ganzen Tag heute geregnet, so richtig. Also auf der Heimfahrt von der Berufsschule war so, es hat geschüttet und geregnet und war echt eklig. Oh hey, du hast ein Fahrrad von Radler. Oh echt, das weiß. Das ist doch offensichtlich. Ich steht schließlich auf dem Fahrrad geschrieben. Radler, 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 Radler. Der Name steht überall. Du solltest damit allerorts herumfahren, um bessere Werbung für ihn zu machen. Ihr hättet nicht gedacht, dass ich alles vorlese, gell? Aber ich hab's gemacht. Aber ja, also wie gesagt, Heimfahrt von der Berufsschule war, ich stand ewig in Augsburg, bin ich festgesteckt. Das war irgendwie 834 Mal mehr Autos als sonst unterwegs und, boah, echt, ich hasse sowas. Und dann überall prasselt der Regen dagegen und alles ist irgendwie kotig, wenn ihr mich fragt. Spezialangriff steigt bei Ladestrahl. Das finde ich aber nicht so cool. Aber ich mache jetzt auch nicht so viel Damage. Aber ich glaube, sie sollte es schaffen. Oh, jetzt kommt er mit Walzer. Okay, Walzer macht am Anfang noch nicht so viel.
Jetzt sollte ich ihn schnellstmöglich vernichten, weil ansonsten Walz zu einer fiesen Attacke wird. Oh, ich habe ihn verwirrt. Sehr, sehr cool. Also, was ist der Plan für den heutigen Part? Der Plan für den heutigen Part ist auf jeden Fall, mir ein neues Teammitglied zu gönnen. Der ein oder andere von euch hat es ja schon mehr oder weniger erraten. Aber heute wird es sich ein bisschen entscheiden. Und ja, was macht ihr eigentlich so, wenn ihr sturmfrei habt? Also ich... Wenn ich sturmfrei habe, ist eigentlich grundsätzlich so, ich laufe richtig asozial durch die Wohnung. Also richtig asozial. Ich, zum Beispiel nach dem Duschen, laufe ich erstmal Ewigkeiten nur halb angezogen durch die Wohnung. Sieht mich ja sowieso kein Schwein. Und auch so in der Früh nach dem Aufstehen normal anziehen. Nö. Erstmal genauso verschlafen, wie man ist. Erstmal durch die halbe Wohnung strahlen. Alles überall stehen und liegen lassen. Grundsätzlich, mein PC ist immer an und es läuft ewig viel Musik drauf, dass ich es auch schön in der ganzen Wohnung überall höre. Also die Musik in meinem Zimmer ist total laut aufgedreht. Und es gibt eigentlich grundsätzlich immer übelst geilen Scheiß zu essen. Also ich kaufe mir immer einfach irgendwas ein, auf was ich Bock habe. Und das mache ich mir dann immer, wenn... Was ist das denn? Tauscht Items, ach so. Also es ist grundsätzlich so, ich mache mir immer irgendeinen Scheiß. Entweder kaufe ich mir irgendwas Chilliges oder ja, eigentlich kaufe ich mir meistens irgendwas. Und ich koche mir auch irgendwas Geiles, weil ich mir dann so denke, ja, die Küche kann danach eh aussehen, wie ich will. Ich räume immer alles so eine Stunde, bevor meine Eltern wiederkommen, räume ich wieder alles auf, dass die auch ja nichts mitbekommen. Und es ist, lebt sich einfach echt entspannt. Und... Ich habe sozusagen, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man länger alleine lebt, also wie es in einer eigenen Wohnung ist, weil ich hatte bisher noch keine neue Techniken zu lernen, es gibt, ja, bla bla bla. Also ich hatte bisher noch keine eigene Wohnung, ich habe schon vor, demnächst einmal irgendwann mir eine eigene Wohnung zu holen, vielleicht so nach der Ausbildung oder so. Ich muss mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, also ich kann da leider nicht so langfristig planen, ich muss einfach gucken, wie sich alles entwickelt, wie sich alles mit dem Beruf weiterentwickelt. Was ich karrieremäßig danach mache und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist. Ich sag mal einfach ein Jahr, zwei Jahre. Man weiß ja nicht, wie es mit Beziehungspartner oder so aussieht. Also da wirklich komplett alleine in der Wohnung zu leben. Ich meine, jetzt so drei Tage ist natürlich chillig. Man hat eigentlich keine besonderen Pflichten. Weil man ja nur drei Tage weg ist. Danach kommt ja die Familie wieder. Aber man kann halt sozusagen einfach so leben, wie man Bock hat. Und das ist natürlich... dementsprechend geil, aber ich sag mal, wenn man dann wirklich in einer eigenen Wohnung wohnt, dann ist es natürlich so, dann warten schon mehr Pflichten auf einen. Man muss putzen, man muss Wäsche waschen, ich möchte gerne nach Forsterhaven, man muss, ja, einfach alles sauber und instand halten, man muss Einkäufe tätigen, man muss sich halt wirklich um deutlich mehr selber kümmern. Man hat natürlich extrem viele Freiheiten, aber auch deutlich mehr Pflichten. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ich sag mal so, drei Tage sturmfrei ist halt wirklich so, man genießt nur die positiven Seiten des Alleine-Lebens. Man weiß ja, es kommt eh bald wieder jeder und dann ist man doch nicht mehr so einsam und so weiter. Aber trotzdem kann man einfach mal drei Tage nur für sich, ja, die Zeit nur für sich nutzen. Ich habe auch gleich schon Freunde eingeladen, gesagt so, hey, ich bin allein, kommt's vorbei. So läuft es. Und ich glaube hier... werde ich jetzt dann langsam mal fündig und finde hier möglicherweise das Teammitglied, worauf ich Bock habe. Nicht du, Zubat. Aber ja, also ich habe noch keine Erfahrung gemacht, wie es ist, allein zu wohnen. Aber ich habe es auf jeden Fall in mittelfristiger Zukunft habe ich eigentlich schon vor, irgendwann mich dann auch mal selbstständig zu machen. Man will ja nicht für immer daheim leben. Irgendwann kommt halt auch einfach der Zeitpunkt, wo, wie heißt es bei Vögeln, wenn man Flügge wird? Heißt es bei Vögeln Flügge? Ich glaube schon. Wenn die dann aus dem Nest sozusagen rauskommen und dann alleine leben müssen, ich glaube, das heißt Flügge. Apropos Vögel. Wir haben ja Sky zum Glück, weil mein Dad einfach total gerne Sport schaut und sich deswegen das Sky Sportangebot geholt hat. Und da habe ich jetzt gestern oder vorgestern, Abra hier, okay, habe ich jetzt den... Oh Gott, wie heißt denn der? National Geographic irgendwas. Also ihr wisst ja schon, es gibt ja diese National Geographic Typen. Das sind ja hier so diese Natur-Fuzzis.
Ihr kennt sie bestimmt. Auf jeden Fall habe ich einen Fernsehsender gefunden von denen, wo einfach rund um die Uhr so Natur- und Tiersendungen laufen. Finde ich übel geil. Da habe ich jetzt gestern Abend mal reingeschaut. Da lief dann so eine Tierdoku über Australien. Sozusagen, das war so eine Uhr. Ja, die Tiere findet man so um 1 Uhr, 2 Uhr und so weiter. Also war so ein Tagesablauf in Tasmanien war es. Das liegt ja bei Australien da unten. Ne? Und das war einfach übel interessant. Ohne Spaß. Ich glaube, heute Abend werde ich mich auch wieder auf die Couch flacken. Vielleicht sogar auf der Couch pennen. Mal gucken, je nachdem, wie ich Bock habe. Aber diese Dokus sind übelst interessant. Das ist also echt geil. hat mir übel gut gefallen. Und ich kann es da echt nur jedem ans Herz legen. Ich habe es auch direkt auf Twitter gepostet. Tierdokus sind beste. Ich meine, also, das ist jetzt zwar relativ, ich sag mal, uninteressant, aber Wombats, ich weiß nicht, die meisten von euch kennen sie hoffentlich. Das sind diese, ja, fast schon, ja, so Aushängetiere von Australien, die man halt mit Australien verbindet, so wie Kängurus oder Koalas. Und, ui, ja, ein Flunkiefer. Mit dem Pokémon habe ich unten nicht gerechnet. Auf jeden Fall lief dann eben auch eben sozusagen eine Doku über den. Und das war einfach, das ist ja wirklich mein Lieblingstier, weil ich einfach so eine Art feiere. Der ist so mega chillig, der ist so chillt so voll sein Leben. Ich feiere so voll seine Art, muss ich sagen. Und da waren echt interessante Sachen über den dabei. Also zum einen waren es wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und das, ein Sandan. Oh, ein Pokémon aus der ersten Generation. Schön, euch auch noch zu sehen. Es gibt sie noch, die Pokémon der ersten Generation. Ja, das war voll interessant. Also, das sind ja wirklich diese richtig dicken, murmeltierartigen Tiere. Und die buddeln bis zu 20 Meter tiefe Höhlen. Und die buddeln natürlich mit dem Kopf voraus. Und dass sie sozusagen nicht von Angreifern von hinten erledigt werden, haben sie an ihrem Arsch, das klingt so an, haben sie an ihrem Hintern 1 cm dicke Haut. Und zudem, oh, das Megastern wieder. Ein Stalos Need. Und hier ist noch ein Item, oder? Das ist eine TM, das ist noch eine TM. Die TM Dunkelklaue. Also hier in der Höhle gibt es extrem nice Stuff, muss ich zugeben. Ja, und die haben sozusagen in ihren Hinterbeinen auch so viel Kraft. Da ist es! Dich habe ich gesucht! Stolunior! Dich möchte ich in meinem Team haben! Ich hoffe, den Kader kann es jetzt so weit schwächen, dass ich darauf klarkomme. Dich möchte ich in meinem Team haben, Stolunior. Du bist... Dich feiere ich. Och nein, jetzt senkt wieder meine Genauigkeit. Nicht gut. So, mal gucken, wie weit wir mit Blutsauger kommen. Oh, auch nicht so weit. Mal gucken, wie ich das Stolunior hier mal schwäche. Und ja, wie gesagt, also ihre Hinterbeine sind so stark, dass sie die Köpfe der Angreifer, die dann sozusagen in die Höhle reinkommen, an der Höhlenwand zertrümmern können. Voll krass, gell? Ich meine, wenn man sich so überlegt, dass man da dann so ein Kadaver in seiner Höhle hat. Aber ich fand es einfach, wie gesagt, einfach nur megamäßig interessant. Und habe jetzt voll viel über... Alter, okay. Ich glaube, Stolunior brauche ich so nicht schwächen. Ich habe jetzt auf jeden Fall übelst viel über Wombats gelernt und ich feiere diese Viecher einfach nur. So, wir haben 16 Pokébälle und 3 Superbälle. Wir gucken, wie weit ich komme, wenn ich einfach so einen Pokéball werfe. Aber ich glaube, so kann ich es fangen. Und ich werde mir da jetzt auf jeden Fall noch die nächsten Tage mal anschauen, was auf National Geographic da so läuft. Wenn da weiterhin so geile Dokus laufen, ich glaube, dann werde ich echt noch zu so einem kleinen Natur-Tier- Fanatiker. Also mir hat es, wie gesagt, übel getaugt. Ja! Leute, wir haben unser drittes Teammitglied. Es ist kein geringeres Pokémon als Hulunior. Und dieses Pokémon möchte ich jetzt einem YouTube-Kollegen widmen, der auch viel kommentiert, also nicht nur ein YouTube, der kriegt jetzt den Namen nicht, weil er schreibt auch viele und vor allem wirklich coole Kommentare, muss ich ganz ehrlich sagen, und irgendwie habe ich ihm noch nie so wirklich so eine Würdigung, sage ich mal, gegeben. Ich sag mal, so ein Pokémon-Name ist jetzt auch keine Würdigung, aber dadurch bleibt er halt länger präsent
Und zwar programmiert er gerade sehr viel. Er war schon im einen oder anderen Video von mir dabei. Ich denke, dieses Pokémon werde ich auf jeden Fall dem Rambi widmen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, das klingt jetzt voll weit hergeholt. Aber ich habe wirklich so nachgedacht, als ich mir sagte, wenn ich heute das Pokémon fange, welchen Namen gebe ich ihm denn? Und zwar Stolunio und dann auch und so weiter, Stolrak und so, sind alle steinharte Pokémon so. Und Steine sind ja beständig. Und Rambi ist auch ein YouTuber der ganz, ganz alten Sorte, hat seinen Kanal schon sehr, sehr lange auf YouTube und ist halt auch so ein YouTube-Urgestein. Ne? Versteht ihr? Urgestein, Stolunio, Rambi. Und deshalb möchte ich ihm dieses Pokémon widmen, Rambi, falls du das siehst. Grüße an dich. Ich hoffe, meine Überleitung hat dir gefallen. Oh, verdammt, jetzt habe ich mich vertippt. Also ich finde die Überleitung toll. Ich finde, ich habe das voll hergeleitet. Und ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen kniefen muss. Ich bin noch nicht ganz gesund. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Da haben wir noch einen Wanderer. Das ist der Stunde, der muss ich jetzt natürlich dann noch trainieren. Ist klar. Aber wir haben jetzt schon unser drittes Teammitglied und bevor wir dann in die dritte Arena gehen, was dann wahrscheinlich so im nächsten oder übernächsten Part auf jeden Fall passieren wird, haben wir schon mal drei Teammitglieder und dann kann hoffentlich so ein Fehler, der uns bei Maike passiert ist, nicht nochmal unterlaufen, denn das war wirklich enorm peinlich, das muss man jetzt mal sagen, also da down zu gehen, obwohl mir auch viele geschrieben haben, dass der Kampf wohl wirklich gar nicht so einfach ist, dass da wohl der ein oder andere schon Probleme hatte, trotzdem ärgert mich jetzt immer noch, dass ich da wirklich... ja, so gnadenlos versagt haben. Es ist euch bestimmt schon aufgefallen, ich sehe es gerade hier drüben in der Facecam. Ich habe wieder eine neue Frisur. Ich war gestern beim Friseur und habe sie mir hier wieder an der Seite auf 3 mm runterschneiden lassen. Und oben weiß ich gar nicht, aber auch relativ kurz. Ich weiß nicht, ich kann halt meine Haare, ich mag sie, wenn sie kurz sind. Also so extrem kurz wäre jetzt, finde ich extrem geil. So nach dem Sport, Fitnessstudio und so weiter, kann ich die ja ganz schön abtrocknen. Aber auch im Sommer ist es deutlich kühler. Weil ich habe relativ dichtes Haar, da kommt gar keine frische Luft hin. Das ist einfach nur so eine einzige Wärmematte, die man auf dem Kopf hat. Aber ich mag es auch, wenn sie länger sind. Weil wenn sie länger sind, kann man sie besser stylen. Also hat alles Vor- und Nachteile. Habe ich eigentlich einen Schutz? Ich glaube, ich habe gar keinen Schutz gekauft, ne? Und vielleicht habe ich aus Zufall irgendwie einen hier drin. Gibt ja sein? Ja! Ich habe sogar zwei Schutz. Epic! Dann komme ich hier ein bisschen chilliger durch die Höhle, denn wir haben hier noch die ein oder andere... Leiter zu überprüfen, ne? Aber das finde ich cool, dass wir Stolunio jetzt gefunden haben. Also, der gute Rambi ist unser drittes Teammitglied. Und ich glaube, für, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Stolos, gibt es dann auch ein Megastein. Und dann ein Mega-Stolos. Ich glaube, das kann richtig reinhauen. Stahlboden finde ich eine sehr, sehr epische Mischung. Muss ich an der Stelle mal sagen. Und ja, ich glaube, er wird sich sehr gut in das Team einfinden und uns gut helfen können. Ich checke jetzt hier noch die anderen Leitern ab. Moment mal, ich ziehe hier mal mein Itemradar auf. Okay, hier ist... Ja, doch, jetzt orte ich was. Wo orte ich was? Da! Ein Supertrank, yeah. Also in der Höhle lohnt sich, glaube ich, Itemradar aufzusetzen. Habe ich jetzt halt davor nicht gemacht. Aber ich nehme an, dass wir jetzt hier nicht die krassesten Items unsichtbar versteckt haben. Aber ich wusste gar nicht, dass hier in Fausterhafen so eine, ja, wirklich relativ große Höhle ist. Mit so vielen coolen Items, die man brauchen kann. Man lernt halt nie aus. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ist die neu? Also, wie gesagt, ich habe ja Smaragd viel gespielt. Omega Rubin spiele ich jetzt zum ersten Mal. Aber ich weiß gar nicht, bei den Smaragd auch. Kein Plan. Ein Sonderbonbon. Das finde ich schon deutlich nicer. Aber ich vergesse immer, die einzusetzen. Meistens setze ich sie dann immer vor den Top 4 ein. Weil davor denke ich mir immer, warum soll ich Sonderbonbon jetzt einsetzen? Wenn ich es nachher einsetze, spare ich dadurch sozusagen mehr EP, weil später ein Level-Up mehr EP braucht. Und dann setze ich sie im Endeffekt immer gar nicht ein. Also ich muss mich da irgendwann mal dazu durchringen, die einzusetzen. Ich denke mal, ich werde das vor den Top 4 machen. Also wir haben damit noch Zeit. Wir können noch das ein oder andere Sonderbonbon sammeln. Und ich glaube, jetzt haben wir auch die Höhle hier ganz angeschaut. Also, ich würde sagen, wir haben eine wirklich gute Ausbeute für den Part. Wir haben... Oh, das ist noch ein... Alles klar, einfach mein Item, was ich vollkommen übersehen habe.
Ich würde sagen, wir haben eine gute Ausbeute für den Part. Wir haben ein drittes Teammitglied, was sehr, sehr epic ist. Wir haben die ganze Höhle hier untersucht. In das Studium werde ich dann noch trainieren. Und dann sind wir, glaube ich, bereit für, ja, die nächste Arena. Wo auch immer sie auf uns wartet, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir zusammen Pokémon Omega Rubin spielen. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr macht, wenn ihr sturmfrei habt. Das wäre, habt ihr da, also ihr wollt jetzt nicht sagen, ich mache alles genauso wie immer. Also falls ihr irgendwas Besonderes habt, macht ihr irgendwas, was ihr sonst nicht macht? Gibt ja meistens immer sowas. Dann schreibt mir es auf jeden Fall mal. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.